Viel Natur, kleine Buchten und weite Olivenhaine und mittendrin das mittelalterliche Städtchen Malzesine. Malzesine am Gardasee ist heute noch ein einzigartiger Ort und eine perfekte Hochzeitslocation. Die liebevoll geschmückte Treppe führt direkt auf die Sonnenterrasse, wo sich schon unzählige traute Paare das Ja-Wort gegeben haben. Viele kommen von weit her, um sich diese Kulisse ein Leben lang einzuprägen. Es ist vermutlich der italienische Flair, der jedes Jahr hunderttausende Gäste verzaubert. Malzesine befindet am Ostufer, direkt am Fuße des Monte Baldo. Rund 4000 Menschen leben in der Gemeinde, deren Silhouette von der Scaliger Burg dominiert wird. Die steil aufragende Berge des Monte Baldo und dem sanften Ufer des Sees geprägte Landschaft sorgt zudem für einen einzigartigen Kontrast, den nur wenige andere Städte am Gardasee zu bieten haben. Nicht nur zahlreiche bekannte Dichter, auch Maler und sonstige Künstler sind eng mit der Geschichte der Stadt verbunden. Menschen, die hier gewohnt und gewirkt haben. Johann Wolfgang von Goethe, Gustav Klimt und Franz Kafka waren ebenso von der Schönheit des Ortes fasziniert. Auf den ersten Blick sieht man viele bunte Häuser, blumenverzierte Balkone und das Wahrzeichen, eine mächtige Burg, die schon Johann Wolfgang von Goethe inspirierte. Von Malzesine aus führt eine Seilbahn auf den Monte Baldo. Die Seilbahn ist vor allem deswegen so bekannt, da der zweite Teil der Bahn besondere Kabinen hat, die sich während der Fahrt um 360 Grad drehen, um die volle Schönheit der Natur, die sich aus See und Hügeln bildet, genießen zu können. Die erste Auffahrt von Malzesine geht um 8 Uhr los. Oben angekommen erwartet einen eine Bergkette, idyllisch eingebettet in Wälder und Wiesen und viele kleine Dörfer. Hier spielt der Tourismus nicht die Hauptrolle und die meisten Menschen leben von Viehzucht, Milchverarbeitung und Landwirtschaft.